So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wenn ich jetzt die Escape-Taste drücke, dann geht's los. Wir werden übel angegriffen, aufs Übelste. Da kommt eine ganze Horde Cats angeflogen. Die Cats, sie kommen. Oh nein. Also gut, dann legen wir mal los. Entdeckung. Wo ist er hin? Oha. Hat sie den mit einer Granate zerlegt? Hier ist noch einer. Oder tauchen die Cat wirklich überall dort auf, wo wir Relic-Tech finden? Der hat gesessen. Ich auch gerade gefragt. Achso, hatte ich schon. Ich weiß es einfach. Sobald unser Linguist hier ist, werden ja wir dieses Rätsel lösen. Hier ist so viel Technologie, sie muss uns einfach irgendwie weiterhelfen. Und dann sehe ich auch endlich Kari wieder. Unser Start war vielleicht ein bisschen holprig, aber wir werden es schaffen. Wir... Oh nein. Nein! Okay. Die Relikte sind nicht nur Bots und blauer Himmel. Bleiben Sie vorsichtig. Also gut, dann weiter zum nächsten. Zum nächsten Monolith. So, alle drin? Reich. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Ja, normal. Wir sind auch wieder draußen. Was war das? Achso, der baut hier ab. Okay, und der auch? So. Wo ist der nächste Monolith? Da drüben. Da nix mehr hin. So, fahr ich mal. Die Kolonisten haben Audiologs über diese Regionen zur Nexus zurückgeschickt. Und? Windhauchbecken. Geringste Strahlungswerte im gesamten Gebiet. Ein Hoffnungsschimmer. Hier ist es ruhiger. Haben Sie das bemerkt? Ja, wenn das hier so der Planet wäre, wenn wir dann die Strahlung weg haben, dann könnte man hier eventuell neu besiedeln. Wenn hier dann erstmal alles mit Straßen und Einkaufszentren plattgewalzt ist, die ganzen Dinger weggesprengt, die ganzen Bäume platt gemacht und alle Gräben zugeschüttet, alles schön planiert, dann ja, lässt sich's hier bestimmt schön aushalten. Künstliche Gärten angelegt und so weiter. So wie wir Menschen das immer gerne machen, dann lässt sich's hier bestimmt aushalten. So, ich fahre einfach mal den Weg entlang. Den Scans zufolge ja. Dann sind es jetzt schon zwei Planeten. Was bedeutet das? Sie wissen, was es bedeutet. Wir satteln auf und finden es raus. Alles klar. Eben, die anderen waren schon etwas vor uns da. Oder zumindest gibt's hier was, das die gern haben wollen. So, Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. So, immer mal wieder so einen Bergbaucomputer rauslassen. Aha, da fliegen schon wieder welche. Was entdeckt? Achso, nichts entdeckt. So, das goldene Ödland.
Oh oh. Das sieht nach einer Art Ketteinrichtung aus. Diese Arschlöcher haben meine beste Forschungsstätte übernommen. Sie werden sie nicht ohne Kampf in die Nähe des Monolithen lassen. Sind wir kugelsicher? Nein. Die treffen uns trotzdem. Okay. So, wisst ihr was, Freunde? Jetzt kommt wieder mein Scharfschützen. Ach so, hier ist die Strahlung so extrem. Und wie soll ich das machen? Wenn ich hier jetzt aussteige, wie schnell erleide ich Schaden? Hier ist einer. Gehen wir's an! Okay. Gefahrenstufe 1. Na, warum treffe ich denn den nicht? Jetzt treffe ich ihn. Okay, der liegt. Gut, zurück. Zurück, zurück. Lebenserhaltung geht wieder hoch, oder? So, dann will ich mal nochmal schauen, wo dann da noch einer ist. Okay, da rennen sie schon wieder alle hin. Gut, ich glaube, wir müssen da rein. Oh. Okay, da ist so ein Schleimviech. Oh, oh. So, das Schleimviech will ich mal ganz gediegen platt fahren. Okay, hat überhaupt nicht funktioniert. Und wir werden aufs Übelste beschossen. Nein. Wer war's denn? Er hier war's. Ich sehe dich trotzdem. Die Schweine gehen in Deckung. Okay, wir müssen zurück. Da kommen sie! Wo kommen sie? Habe ich meinen Timer angemacht? Ja, gut. Wo ist dieses Viech da? Ah! Okay, wir machen es anders. Genau zwischen die Augen. Achtung, Kill! I. Okay. Feindliche Shuttle im Anflug. Oh ne, nicht schon wieder. Okay, den habe ich. Ich sollte mal, genau, in einen sicheren Bereich gehen. So, wo seid ihr?
Mann, sind die gut gepanzert. Okay, dann haben wir... Oha, die sprengt sich da schon selber in die Luft. So, was hat der dabei? Irgendein Konverter. Da sind irgendwo noch welche. Ich brauche Munition, Leute. Okay. Da ist er. Gut. Den habe ich. Gibt's hier irgendwo Munition? Ich sehe gar nichts. Mit so viel Waffe. Energiegenerator deaktiviert. Aktiviert. Deaktiviert. Ah, okay. Das sind denen ihre Schilde. Nehmen. Kann ich die jetzt auswählen? Und auf die habe ich keine Munition. Und auf die auch nicht mehr viel. Naja. Da oben hat's Munition, gut. So. Wo ist er denn? Zeig dich. Kann es sein, dass diese Cat irgendwie aufgestachelt waren? Aufgestachelt? Ist hier was zu scannen? Nö. Okay, Munition. Oh. Ich glaube, das war's. Und einen Behälter. Biofrische Kresse oder sowas war das. Was haben wir hier? Hat's da noch einen Behälter? Nein. Nochmal so einen Schildgenerator, den machen wir auch mal aus. Den hier ein Quatsch. Munition habe ich schon, kann ich trotzdem nie oft genug gucken. So, bioelektrische Fesseln. Oder biokinetisch oder bio irgendwas. Komme ich hier durch oder werde ich da gebrutzelt? Ne, komme ich nicht durch. Der Monolith ist gut geschützt. Wir müssen die Energieversorgung des Schildes unterbrechen. Und wie machen wir das? Oh, 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 oh. Da geht's nicht raus. Ich guck mal nach da oben. Hier haben wir doch was. Das sieht doch gut aus. Was ist das? Ein Behälter. Alles her, immer her damit. Kettlegierung. Hier ist noch ein Behälter. Noch ein Generator. So. Und jetzt kann ich den da ausschalten. Nichts wie hin, bevor doch noch mehr kommen. Egit. Oh nein, was zur Hölle? Ein Walmensch.
Aber ein böser. Wer sind Sie? Beeindruckender Auftritt. Wir sind von der Nexus. Andromeda-Initiative. Wir wollen keinen Ärger. Behaupten Sie. Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Ich bin der Pathfinder. Tatsächlich? Oh. Oh. Nennen Sie mich Ryder. Drag, Nakmor Clan. Sie verzeihen, dass ich Fremden von der Nexus nicht vertraue. Sie haben uns Kogana nicht gerade gut behandelt. Oh. Was machen Sie hier draußen? Leidiges Thema. Wir behaupten uns, wir erkunden. Die Monolithen überprüfen. An dem hier waren die Cats sehr interessiert. Sie haben hier wohl schon sauber gemacht. Sind Sie traurig, dass keine übrig sind? Die Nexus weiß nichts über die Cat. Sie wähnt sich sicher und wartet im Weltraum doch nur auf den Tod. Ich bin jetzt schon eine Weile im Einsatz. Was macht er da? Ich schalte Cat-Basen aus und bekämpfe Bodentruppen. Ich weiß, was sie können. Schön ist es nicht. Eine Trophäe hat er sich geholt. Wissen Sie, wir könnten einen Kroganer wie Sie gebrauchen, Drake. Schmeichelhaft, aber wissen Sie, wie viele Menschen ich schon sterben gesehen habe? Sie sind Fleisch und behindern mich nur. Außerdem helfe ich den Nexus erst an dem Tag wieder, an dem die Wolken sich teilen und die Kette hinüber sind. Nichts mehr ungut. Schon okay. Gut, denn langsam langweile ich mich und die Cat werden immer stärker. Sie scheinen sich besonders für diese Alien-Tech zu interessieren. Die Relikte? Ja, genau die. Ja, genau die. Ich suche mir jetzt was, worauf ich schießen kann. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Okay. Ziemlich seltsamer Kerl, der Kerl. Was ist das hier? Tote Pirscher. So, wir wollen zum Monolith, ne? Leute. Ich will gern hier eigentlich mal kurz reingucken, was hier so Phase ist. Hier geht's raus. Draußen waren wir schon. Hier gibt's nämlich noch ein Terminal. Was? Nekopsie. Nur der Titel dieser Nachricht lässt sich eindeutig übersetzen. Der Rest ist in Cat-Schrift verfasst. Ohne weitere Sprachstudien können nur einige wenige Wörter übersetzt werden. Teilübersetzung, niedrige Spezies, gewöhnlich und Entsorgung. Hört sich nicht ganz so gut an. Aha. Die Anton, Darren T. Wir können nicht ungeschehen machen, was hier passiert ist. Aber wir können dafür sorgen, dass man sich an ihn erinnert. Ja, das... So, ja. Ich habe eine Komponente für das Projekt von Anlage 2. Gut. Noch ein weiterer Auftrag. Zur Anlage 2 zurückkehren, um da dann die Komponente abzugeben. So, hier geht's höchstwahrscheinlich auch raus. Jawohl, gut. Also, Jungs und Mädels, ab zum Monolith. Je mehr, desto besser, oder? Das meine ich doch auch. Sind hier wieder diese bescheidenen Roboter am Werk? Ne, nicht mal. Oh, hier ist was umgefallen. Sie müssten in der Lage sein, diese Glyphen zu orten, Pathfinder. Oh, fehlen wieder welche. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Was sind das da für Dinger? Ach, das ist denn ihr... Muss ich wieder da hoch? Sind die wieder da oben? Das sind denn ihre... Schutzwall... Wie man es auch nennen mag, Dinger. Aha, was haben wir denn hier? Gehen wir mal eben da wieder hoch. Denn die Glyphen sind ja wohl bestimmt wieder da oben. Ja, wer hätte es gedacht? Reicht es?
oder brauchst du mal wieder mehr? Oh, die Strahlenbelastung nimmt zu. Ja, zurück. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Nicht dahin gehen, Vorsicht! Leute. Okay, ich glaube, eine wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Upp. Oder vielleicht doch. Au. So, mal gucken. Sie müssten in der Lage sein, diese Glyphen zu orten, Pathfinder. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ich war von hier nach da, also muss ich hier noch hoch. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ja, ich weiß. Aber ich muss trotzdem hier hoch. Ah. Oh, 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 nicht zu weit. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Guck, guck. Ich orte in diesem Gebiet keine weiteren Höfen. Sehr schön. Dann kann es ja jetzt eigentlich losgehen. Weil es ist nämlich auch schon wieder Zeit für eine kleine Folgenpause. Ui, das gefällt mir. So kann man sich schnell bewegen. So. Das war's. Du sagst es, mein Freund. Erledigt. Die Monolithen sind online und verbunden mit... Irgendwas. Etwas im See? Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen. Wir treffen uns dort. Unternehmen Sie nichts ohne mich. So, und wie es hier weitergeht mit dem Hauptschalter, das erfahren wir dann leider erst... Wo ist dein Kopf? So, guck doch mal in die Kamera, Mann. Das erfahren wir dann leider erst in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, Time to Play. Und das da hinten nervt. Hör auf rumzuscannen. Jetzt will ich noch ganz kurz mal gucken. Oh, achso, die Strahlung. Okay. Mache ich dann in der nächsten Folge. Ach nein, hier kann ich ja lang. Ich möchte nämlich gern mal in den See reingucken. Tatsache. Ja. Definitiv. Halt, hier bleiben. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung, Freunde. Gut, in der nächsten Folge gucken wir uns an, was denn da im Wasser vergraben liegt. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Ciao.